Genau, ich werte einfach mal den ganzen Krempel hier auf. Hat sich eigentlich das da vorne geschlagen, habe ich gar nicht aufgepasst. Hm? Bei dir. Was war da? Da, wo dein Feuerturm ist, wie schlägt sich das? Das ist wunderbar da. Ich meine, da stehen jetzt so viele Türme und Zeug. Ich mache das hier nochmal hoch. Mache ich einfach den. Passt schon. Ja, es war jetzt nur die erste Welle, die dank fehlender Bebauung etwas schwierig war. Ja. Etwas. So, die Kiste möchte ich mir noch nehmen. Und dann möchte ich noch die letzte Barrikade von mir. Ich möchte alle Barrikaden als erstes upgraden. Dass hier ist sogar noch eine Kiste. Brauchst du die? Ich nehme alles. Ja, das war nicht die Frage. Da ist zu spät. So. Bereit. Ja. Bin ich ja mal gespannt. Ich wollte gerade noch aufwerten, aber es passt schon. Mach ich ja mir trotzdem. Haha. So. Ach ja, schön, die sammeln sich da alle. Ah, das ist auch schön. Bleiben zwar ein bisschen auf die Barrikade, aber kriegen sehr schön viele Kreuzen rein. Ja, sieht gut aus. Und sobald die Barrikade da oben fertig ist. Ich sollte mir abgewöhnen, direkt in die Menschen, in die Gegnermassen hineinzuspringen. Zumindest auf diesem Schwierigkeitsgrad. Das ist doch immer sehr ungesund. Ich werte auch mal dein Zeugs mit auf. Kannst du gerne tun. Mhm. Mach ich auch mit vollster Überzeugung. Ach, das ist schön hier. Gerade durch den engen Gang werden die alle schön zusammengefurcht. Oder gefärcht, je nachdem. Stufenaufstieg verfügbar. Ach, unfassbar. Au. Da sind noch ein paar Gegner. Ich kann ja einfach mal bei dir da rechts auch ein bisschen schauen, damit der geneigte Zuschauer auch den Teil mal optisch erfahrbar hat. Ja. Weil da war ich eigentlich jetzt gar nicht. Hier sieht man diese ganzen Gänge hier, die alle ziemlich verwinkelt und sowas sind. Und ich steige eine Stufe auf. Das wollte ich zeigen. Ich habe auf jeden Fall einen Stufenaufstieg verfügbar, aber mein Charakter meint gerade nicht, ihn nutzen zu wollen. Ja. Deswegen nehme ich ihn auch erst gleich, sobald ich fertig gebaut habe. Wo muss ich denn noch hin? Okay, das sieht schön aus hier. Alles versperrt. Hier liegt noch ein Helmchen rum, der schlechter ist. Hier liegt noch ein Zauberstab, der besser sein tut sogar. Nur halt Stufe irgendwas braucht. Hier kann man, genau, hier ist alles so verwinkelt, dass man hier nur so durchgeführt wird. Dass man hier lang gewackelt. Hier ist schon alle geupgradet, sehr schön. Ja. Kann ich mich hier gar nicht beschweren? Das sowieso nicht. Trotzdem mache ich die Barrikaden alle auf Stufe 2. Wie viel Leben haben die eigentlich? Die müssen sehr viel Leben haben. 5000, wie viel hat so ein Turm? 1000. Ja. Ich werde oben zu dem anderen, zu dem zweiten Kristall dann auch nochmal irgendwie einen Blitzturm stellen oder sowas. Für den Fall, dass hier was kommt. Fliegende Einheiten sollen hier, glaube ich, nicht kommen, ne? Ach, guck mal, auf der Karte sieht man auch die Items in den Farben liegen. Wenn da was grün ist, dann ist ganz cool. Wenn sowas grün leuchtet, sieht man sofort, ach, guck mal, das ist besser für mich. Ja. Also könnte für mich besser sein. Ich will natürlich nur Turmstats-Items. Hm. Ich bin ja nicht so wählerisch. Hier ist beides grün. Das ist grün, das ist Stufe 34. Sogar nutzbar, aber doch schön. Bringt was für den Turm. Jetzt machen die noch mehr Schaden. So, hier die Türme würde ich ein bisschen reparieren. Soll ich da noch eine richtige Barrikade später hinbauen, statt deiner Magiebarriere? Findest du die nicht schön? Wie viel Leben hat die? Die hat 2000 Leben, ne? Ja gut, deine bringt ein bisschen mehr, aber es ist... Man hat halt 5000 Leben. Ja. Ich meine, hier unten kommt nicht so wahnsinnig viel. Ich bin bereit. Ich auch. Ach, ja. Mein Level ignoriere ich einfach gekonnt. Ja, das machen wir nächste Runde. Hier oben ein, zwei Schuss und alles fällt auseinander. Hier ist cool. Doch, komm mal, Balliste. Und ich bin voll. Also mein Charakter. Von Kristallen? Ja. Das ist doch sehr nett. Wir haben noch ein paar Abwehreinheiten frei. Für den Fall, dass wir die bräuchten. Für den Fall des Notfalles. Ja, genau. Ach, meine Balliste möchte ein Update, heißt, sagt sie. Weil da sehr viele Feinde entlang kommen. Ach so. Oder sie möchte Gesellschaft von der zweiten Balliste. Hm.
wenn wir denn noch genug Platz haben, können wir es gerne tun. Ich weiß nicht, ob hier hinterher dann noch irgendwie Mega-Einheiten kommen, die besonders viel Schaden abtragen müssten. Oder die halt bis zu den Kristallen kommen. Weil dann, die sind im Moment eher mittelmäßig geschützt. Außenrum. Naja, es kommen nur normale Gegner, also die den normalen Wege gehen. Ja. So. Ist auch nochmal aufgewertet. Wann kann ich eigentlich meinen tollen Superschlag machen? Ich bin schon wieder ein Level aufgestiegen. Huch, schon wieder? Ja, ich wundere mich gerade. Ach, stimmt, ich bin auch 2 Level aufgestiegen. Lustig. Ich mache hier wieder die üblichen Sachen. Schaden so. Und Angriffsrate. Auf dem Charakter könnte ich auch noch mal ein bisschen was machen, aber nö. Was wollte ich eigentlich gucken gerade? So, 8 Punkte auf Schaden. Ich wollte gucken nach Held, Mana-Bombe. Das kann ich ab Level... Das kann ich jetzt schon? Nee, kann ich nicht. Warum ist die ausgegraut? Weil gerade keine Kampfphase ist, oder was? Ich sehe gerade das Ganze... Nein, kann ich nicht. Ich wollte mich schon beschweren, dass ich das Ganze besser aufbauen kann. Kann ich aber nicht. Okay, das ist so aufgebaut. Wolltest du damit sagen, dass du noch nicht alles perfekt gemacht hast? Ja. Achso. Ich wollte schon selbst Zweifel haben. Ja, brauchst du nicht haben. Solange ich da bin, brauchst du nicht an dir zweifeln. So, vorsichtshalber einfach die nochmal hingestellt. Auch nochmal 5000 Leben, ist einfach sicherer. So. Brauchst du noch irgendwas aufgewertet? Nö. Nö, das ist gut. Das selber ist noch. Auch alles nur 1 Million oben. Grüne Items herum. Muss ich mal gucken, was ich davon wirklich gebrauchen kann. Mhm. Nee. Ich guck auch nochmal eben vor Karte. Da oben ist noch was Grünes, aber... Die ganze Karte ist bei mir voll mit grünen Items gerade. Ach, bei dir sind noch ein ganzer Schwung davon. Was ist das denn hier? Ach, cool. Ist gar nicht mal schlecht. Ist sogar gut. Unfassbar. Funk. Direkt angezogen. Reichweite. Einmal hier ohne Umkleidekabine angelegt. Ein bisschen Turmleben könnte ich aufgeben dafür, dass meine Türme wieder noch stärker sind und eine größere Reichweite haben. Na gut, wenn es sein muss. Jetzt gehe ich mal ein Level auf ein bisschen Turmleben beim nächsten. Ja. Hier sind die Sachen. Es sind überall Schwerter, die meinen grün leuchten zu müssen, obwohl meins so episch ist. Von dem Status her. Ich nehme den Stab mal mit, aber der ist nicht so toll. Also zumindest von den Türmen her. Was ist der denn hier? Ist auch nicht so turmfreundlich. Noch ein Stab, mein Gott. Wer lässt eigentlich den ganzen tollen Krempel fallen? Ich weiß es nicht. Ich meine, er muss hier irgendwo eingekauft worden sein. Wo ist denn die Heldenschmiede? Da ist die Verteidigerschmiede, Heldeninfo, Schwert, ach da. Pro-Modus, Turmleben, 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 Turmleben. So, einfach mein ganzes Geld habe ich jetzt in Turmleben reingesteckt, dass meine Türme einfach wieder halbwegs so viel Leben haben. Ich möchte jetzt nicht unbedingt draufgehen, weil meine Türme zu wenig Leben haben. Falsche Taste. Heldeninfo. Ich kann auch noch mal ein bisschen auf Turmleben geben. Oder? Ja. Ach, guck mal, jetzt sind alle meine Türme beschädigt, weil sie wieder mehr Leben haben. Ach so, ach schön. Oder auch nicht. Meine auch ein bisschen. Ja, die leuchten alle so schön. So. Ich bin mal fertig. Ich habe sowieso keine Kristalle mehr. Ich möchte meine ganzen Türme aber repariert haben. Ist jetzt sonst so. Ja doch, die haben ein Stück Leben mehr, das sieht man schon. So, ich drück auch mal bereit und repariere währenddessen weiter. Ja. Ja. Weiß man gar nicht, wo man eigentlich schauen soll. Einfach überall schauen. Aber die lassen schön viele Kristalle fallen hier. Kann man nicht anders sagen. Kristallbedenken habe ich gerade wirklich gar keine. Nee. Ich bin gleich schon wieder voll. Ach, guck mal, die einen, die... Entweder ist hier ein Beschwörer, der Skelette hier rausholt. Ja, doch, sieht so aus.
Hier ist auch alles tipptopp. Ja, hier ist alles voll. Voll mit Tod. Ach ja, hier sind Beschwörer. Ach so, nee, ich dachte gerade schon. Passt auch, ja, wunderbar. Ja, unsere ganzen Türme machen so viel Schaden gerade. Oder Verteidigungsanlagen. Ja, hier oben den schon, da repariere ich mal zwischendrin und dann gehe ich zum nächsten. Da hätte ich mir den Blitzturm hier auch sparen können. Aber ich meine, wenn er schon mal da ist, dann ist auch egal. Wir müssen auch gerade überhaupt nichts bauen. Ja, es ist schön hier. Schlägt alles durch. Ach ja, ich kann mal einen auf die höchste Stufe upgraden, wenn wir eh schon so viel haben. Das können wir machen. Oh, ist ja schon vorbei. Ist schon vorbei? Schon vorbei. Oh, Mensch. Na gut. Wir sehen mal die Zuschauer, wie godlike wir sind. Ach, nochmal. Und das auf schwer, ne? Und ja. Du hattest Zweifel. Ja, doch, wir haben unsere Türme sehr gut platziert. Zwei Stufen gleich, ist unfassbar. So, ordentlich die Angriffsrate hochgekurbelt. Ach, Schuhe. Was können denn meine? Und ich schwebe gerade etwas. Hier liegt noch ein bisschen Zeugs rum, das stimmt. Kann man sich ja mal anschauen. Das ist gar nicht mal so schlecht. Mich stört es gerade, dass das Spiel mir die ganze Zeit Schwerter empfiehlt. Obwohl mein Schwert eigentlich sehr gut ist. Weil sehr, sehr schön gut aufgewertet hast. Ja. Also blöd. Ich will auch schauen, dass da. Ja, das sind Schwerter für Stufe 27 und ich empfinde die als schlechter als meins jetzt. Ja, hat. Ja. Ja, gut. Stufe 60, das sieht dann mal ansatzweise gut aus. Die wissen halt nicht, was für Eigenschaften du eigentlich haben willst. Ach komm, ach, das ist schön. Plus 13 auf Grundschaden. Da kann ich mich nicht beschweren. Geh aus dem Weg. Panisches nach mir erschießen. Ja. Auch für Stufe 60 natürlich. Wir sind beide in Level 22 jetzt oder Stufe 22. Ja, ist doch gut. Haben wir uns doch ausgeglichen. Ja. So, gehen wir dann mal zur Taverne. Ja. Zurück, ne, das heißt Gasthaus, aber es ist verschieden. Das ist toll. Da steht zurück zum Gasthaus und dann steht, willst du wirklich zurück in die Taverne? Die konnten sich auch nicht entscheiden. Ist ja beides so ziemlich dasselbe. Ja. Oder gibt es da irgendwelche direkten Unterschiede, die man kennen müsste zwischen Taverne und Gasthaus? Der Gasthaus steckt ja das Gast drinne. Ich weiß nicht. Stimmt, dass man darin schlafen kann, aber in der Taverne kann man auch übernachten, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht so die Unterschiede. Vielleicht sind das hier regionale Bezeichnungsformen. Ist aber auch egal jetzt. Richtig. Denn wir wollen euch jetzt nicht weiter unterhalten, wir haben keine Lust mehr. Nee, wir wollen euch ja überhaupt nicht unterhalten hier. Nee, das machen wir alles nur für uns. So wie schön unter dem ersten Part stand bei mir, ne? Dass er mir das Spiel gezeigt hat und jetzt habe ich Spaß dran. Genau, das geht ja gar nicht. Unverschämtheit hier. Ah, das verkaufen hier so alles. Blöd. War doch keine Sau. Außer das vielleicht. Obwohl, nee, das war nicht so. Nee. Ich könnte mir gleich tatsächlich einen Begleiter kaufen. Ich habe noch hier ein bisschen Kohle. Okay. Alles verkaufen. Ich werde größenwahnsinnig. Ich verkaufe einfach alles. Huch, schon verkaufe ich mein Happy Wheels Helm wieder. Weil, ach so, wegen dem Helm, ja. Oh Mensch. So, alles entsperren. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht, aber das andere ist halt noch besser. So. Und wir wissen ja alle, das Bessere ist des guten Feind. Was hat er für Waffen? Leistungsstark elektrisch Untergang des Hades. Das klingt doch toll. Für Stufe 1. Wirklich für Stufe 1? Und wir kriegen auch jetzt richtig schön viel Mana wieder. Durch den Schwierigkeitsgrad oder weswegen? Scheinbar auch. Ja. Was ist denn? Achso. Ach, cool. Die ganzen Widerstände sind auf den Gegenständen. Überladenbonus. Nö. Zurück. Was? Held umbenennen. 50.000 Mana. Punkte neu verteilen. 100.000 Mana. EP-Schub. 70.000 Mana. Dann spare ich mir auf den EP-Schub. Mhm.
Ja. Na gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Dungeon Defenders mit dem nächsten Dungeon. Richtig. Mit eurem Zombie und eurem Rahmschnitzel. Ja. Ja. Ja, tschüssi, ne?